So, stopp, stopp, aus! Kommt ihr mal alle zusammen jetzt? Ein bisschen Tempo, Helme ab, so, und zur Ruhe kommen. Was euch angeht, Sportsfreunde, würde ich den Ball lieber flach halten. Scheiße, Mann, wo bleibt denn Gerd? Wahrscheinlich bei Knurken. Kein Gotcha-Spiel und keine Treibjagd. Hat irgendjemand vielleicht an die Gefährdung der Geisel gedacht? Ja, eben, eben. Was war noch falsch? Ich sehe hier nur in fragende Gesichter. Was habe ich euch beigebracht? Los, Freunde, mitdenken! Was ist unbedingt notwendig, bevor geschossen wird? Den Täter zu warnen. Ja, allerdings. Und? Wurde gewarnt? Ihr müsst immer, und ich sage immer, vor dem ersten Schuss warnen. Jede Chance, dass der Täter sich ergibt, ohne dass geschossen wird, muss genutzt werden. Warum? Weil es nicht unsere Aufgabe ist, den Täter zu bestrafen, sondern die Tat aufzuklären. Ja, ist richtig. Richtig. Und? Weiter? Und? Das ist nicht so einfach, wenn der Täter nicht mehr aussagen kann. Ja, ist das alles? Wenn das hier keine Übung wäre, so hättet ihr eben gerade einen Menschen erschossen. Glaubt ihr ganz im Ernst, dass das ein Grund zum Feiern ist? Hä? Ist tot. Oh Gott, hat sich umgebracht. Oh, seid ihr verrückt geworden? Macht, dass ihr hier wegkommt. Hat euch niemand beigebracht, wie man sich an einen Tatort verhält, oder was? Ihr zertrampelt die ganzen Spuren. Was denn für ein Tatort? Der hat sich umgebracht. Das wird sich mal rausstellen, Schlaumeier. Jetzt geht zurück und wartet da. Ja, was ist denn? Braucht ihr eine Extra-Einladung, oder was? Und sagt den anderen, dass über den Fall nicht gesprochen wird, bis die Kollegen aus der Stadt da sind. Scheiße, Scheiße. Martin, was machst du da? Ich räume auf. Klingt eher so, als würdest du ein Konzert geben. Besondere Ereignisse erfordern eben besondere Maßnahmen. Sag mal, was hast du hier angerichtet? Ich hab gekocht. Der Vesuv hat in Pompeji weitaus weniger Verwüstung angerichtet. Kaffee? Nee, danke. Ich geh wieder ins Bett. Ich finde das schon. Hm. Ich weiß, du wolltest noch ein wenig schlafen, aber die Erfahrung lehrt uns, dass das Gift für den Kreislauf ist, besonders wenn man am Abend vorher zu viel getrunken hat. Guten Morgen. Morgen. Ich sag immer, wo es für zwei reicht, da reicht es auch für drei. Ich spring da mal rasch in die Küche, hol noch ein Besteck und bin im Handumdrehen wieder bei euch, ja? Martin, du bist doch Schriftsteller, stimmt's? Sieh mal eine an. So wach bist du also schon, dass du dich daran erinnerst. Dazu gehört doch auch ein gewisses Vorstellungsvermögen. Dazu gehört jede Menge Vorstellungsvermögen. Gut, dann mach doch mal die Augen zu. Und mach sie zu und versuch dir Folgendes vorzustellen. Ein wunderschöner Morgen. Du hast frei. Ein romantisches Frühstück im Bett. Hast du das Bild? So genau, dass ich es malen könnte. Und wie viele Personen siehst du? Okay, ich verstehe. Bin ja nicht blöd. Ich verstehe Andeutung. Ich wusste es. Dank dir. Und was genau willst du damit andeuten? Hey! Martin ist ja total nett, aber kannst du nicht mal wegschicken? Wohl kaum. Das ist seine Wohnung. Dann lass uns wegfahren, nur fürs Wochenende. Irgendwo hin. Lass uns nach Rom fliegen. Mhm. Oder Neapel. Oder Capri. Venedig. Mhm. Ich war noch nie in Italien.
Du warst noch nie in Italien? Na und? Am Kanale sitzen, eine kleine Pasta essen, eine Flasche Barolo dazu, Gondel fahren, auf dem Piazza Espresso trinken, am Markusplatz Tauben vergiften, Limoncello der trinken. Der Dogen. Das ist meins. Ich glaube, das ist meins. Wir müssen ja nicht dran gehen. Stimmt. Lindholm? Endres? Mhm. Ja? Ja, ich verstehe. Aber ich habe noch 3 Tage Urlaub. Warum fragen Sie nicht? Also gut. Okay, von mir aus. Ja. Wo? Nein, nein, danke. Tschüss. Bis gleich. Ich muss los. Ich auch. Wie lange braucht die KTU denn noch? Mein zweiter Overall ist so verdreckt, dass ich du morgen nichts zu anziehen. Ich glaub doch wohl nicht im Ernst, dass er sich vor lauter Verzweiflung umgebracht hat, nachdem wir weg waren. Was denn sonst? Ich würde sagen, jemand ist nochmal zurück und hat ihm den Rest gegeben. Na, du musst es ja wissen. Glaubt ja nicht, dass ihr damit durchkommt. Ach ja? Wenn jemand einen Grund gehabt hat, ihn umzunieten, dann warst es ja wohl du, oder? Mich hat er jedenfalls nicht sitzen lassen. Hey. Ihr sollt doch nicht miteinander reden, das haben wir euch doch gesagt. Herr Döring? Ja. Sind wir denn jetzt für den Rest des Tages beurlaubt? Ich meine, gleich haben wir Vernehmungspraxis bei Seitz und wir haben noch nicht mal geduscht. Was ist los, Malte? Wollen Sie den anderen beweisen, was für ein harter Kerl Sie sind? Nee, ich bin nur nicht unvorbereitet in die Stunde. Sie bleiben so lange hier, bis man Ihnen was anderes sagt. Sie werden übrigens gleich noch von der Kripo vernommen. Und mehr Vernehmungspraxis bekommen Sie beim Kollegen Seitz auch nicht. Muss direkt aufgesetzt worden sein. Durch den hohen Gasdruck wirkt dann auch ein FX-Waffenprojektil tödlich. Hat die Karotis zerfetzt, hatte keine Chance. Ansonsten weist die Leiche am gesamten Oberkörper frische Hämatome auf. Bei dem Verteilungsmuster halte ich einen Sturz als Ursache für ausgeschlossen. Zu den Schmauchspuren erhalten Sie noch Bericht von der KTU. Die Waffe lag direkt neben seiner Hand, nicht? Ja. Sagen Sie, kannten Sie den Toten? Nein, nein. Entschuldigung. Mein Mann hat heute Morgen die Scheidung eingereicht. Wegen so einer jungen, blonden Pissnick. Es sind 22 Jahre gemeinsame Erinnerung. Ist alles futsch. Bist du bescheuert oder was, hä? Willst du unbedingt, dass wir auffallen, hä? Bist du nochmal zurück zu Gerd? Was? Ich will das jetzt wissen. Nein. Komm, zufrieden? Wo warst denn du dann, Mann? Ich hab dich erst wieder gesehen, als ich meine Waffe abgegeben hab. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich auch erst gesehen, als ich meine Waffe abgegeben hab. Also, wo warst du? Ach, bist jetzt schon soweit, hä? Benutzt du jetzt auch die Männerdusche? Wenn das eine Männerdusche ist, was machst du denn hier? Ich will mit Lothar reden. Ja, bitte. Ohne dich. Warum hängst du immer mit diesem Typen rum? Das geht dich nichts an. Warst du das? Was? Frag nicht so blöd. Was hältst du eigentlich von mir? Was wollte Gerd eigentlich von euch? Worum ging euer Streit? Hm? Ich will wissen, ob diese Sache, die ich für dich gemacht habe, irgendwas mit Gerds Tod zu tun hat. Was willst du eigentlich, Birgit? Du hast auch zugeschlagen! Davon ist er aber nicht gestorben! Lothar, ich mache wirklich eine Menge für dich, aber zieh mich da nicht mit rein. Wo war eigentlich deine Waffe? Ich hab dich gar keine abgeben sehen. Kopf.
Direktor Kreuzkamp? Knopi Kreuzkamp ist Direktor der Polizeischule? Nein, nein, keine Sorge. Nee, nee, ich bin gleich da. Danke, tschüss. Frau Lindholm! Herr Kreuzkamp. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns unter weniger widrigen Umständen wiedersehen. Ich auch. Ja. Tag. Das ist Frau Sickert, die zuständige Staatsanwältin. Hauptkommissar Pieper von der Kripo Hannover-Schmünden, das Oberkommissar Döring, Übungsleiter der P1, aus der der Verstorbene stammt. Und das ist Staatssekretär Endres. Der Innenminister hat ihn geschickt, damit er uns auf die Finger sieht. Ja. Achso, und das ist Frau Lindholm, LKA Hannover. Sehr angenehm. Ja. Der Innenminister ist wegen des Vorfalls hier aus verständlichen Gründen ein wenig beunruhigt. Ja, sind Minister immer. Gehört zum Berufsbild. Deswegen soll er sie kontrollieren. So wie man sie geschickt hat, um den Kollegen Pieper zu kontrollieren. Und ich mische mich hier ein, um zu verhindern, dass meine Schule in eine Irrenanstalt verwandelt wird. So, ich hoffe, die Fronten sind damit klar. Wie Sie wissen, wird der Innenminister in 5 Tagen hier zur Vereidigung des neuen Jahrgangs anwesend sein. Um zu demonstrieren, wie wichtig ihm die innere Sicherheit ist und wie sehr er sich um den Polizeinachwuchs kümmert, hat eine ganze Reihe von Journalisten eingeladen. Denen muss er nun leider erklären, warum sich neuerdings unsere Polizeischule hier selber umbringen. Das war nur einer. Und der hat sich möglicherweise nicht selber umgebracht. Moment, wer sagt das? Die Pathologin, Herr Staatssekretär. Zumindest nach dem ersten Augenschein. Schön, dass Sie das auch erfahren. Ich weiß es auch erst seit ein paar Minuten. Der Leichnam weist Zeichen grober körperlicher Gewalt auf, die dem Opfer offensichtlich kurz vor dem tödlichen Schuss beigebracht wurden. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal den Deckel draufhalten, bis wir genau wissen, was wirklich passiert ist. Was erwarten Sie? Sollen wir den Jungen auf das Übungsgelände zurückbringen und einbuddeln, damit der Innenminister ruhig schlafen kann, oder wie? Hm? Sie sind weisungsbefugt? In meiner Funktion als Stellvertreter des Innenministers, ja, Frau Lindholm, richtig? Sie jetzt nicht hier. Ich fände es ganz schön, wenn wir uns das Kompetenzgerangel ersparen würden und anstattdessen hier gemeinsam eine konsensfähige Lösung finden. Verstanden? Klar, von mir aus gern, selbstverständlich. Es wäre auch klug, wenn es hier nicht gleich eine ganze Armee von Kripo-Beamten aufmarschieren würde. Schon gar nicht vom LKA, weil dabei nichts weiter rauskommt als ein Riesenschlamassel und negative Schlagzeilen. Wer weiß, vielleicht hat sich der Junge beim Hantieren mit der Waffe irgendwie selbst erschossen. Nachdem er sich ausgiebig selbst verprügelt hat. Zum Beispiel. Vielleicht haben sich 2 Schüler gestritten und dabei hat sich versehentlich ein Schuss gelöst. Warum gehen wir nicht davon aus, bevor wir jetzt irgendwie die Presse mit Mordgeschichten aufscheuchen? Weil wir Polizeibeamte sind. Wir gehen nicht von etwas aus, wir ermitteln Tatsachen. Schön formuliert. Sie sollten bei uns unterrichten. Das ist eine hervorragende Idee. Was meinen Sie? Muss ich da gerade vorschlagen. Wir setzen uns eine Frist von, sagen wir, 3 Tagen. Solange vertreten wir die These, dass es sich hier um einen Unfall handelt. In dieser Zeit kann Frau Hoppen hier verdeckt ermitteln und gleichzeitig den ersten Jahrgang unterrichten. Schnapsidee. Ja, das wäre mir immer noch lieber, als wenn da einen ganzen Haufen Journalisten über meine Schule herfällt. Aber ich kann doch nicht einfach unterrichten. Wie stellen Sie sich das denn vor? Ja, für die erste Klasse wird es doch noch reichen, oder? Haben wir Sie so schlecht ausgebildet? Nein, natürlich nicht. Ach, darauf fallen die Studenten niemals rein. Sie haben doch schon ganz andere Leute um den Finger gewickelt, klar. Das funktioniert nicht. Die Studenten erwarten eine Ermittlung. Genau. Dann ermitteln Sie doch. Folgen Sie den Standardprozeduren, die auf einen Unfall oder einen Selbstmord hin folgen würden. Von mir aus. Solange der Minister die Verantwortung trägt. Davon können Sie ausgehen. Also gut, dann ich rufe jetzt den Kollegen Seitz an und sage, dass Kollegin Lindholm seine Klasse übernimmt. Wunderbar. So, der Kollege Seitz ist zwar nicht einverstanden mit unserem Vorgehen, aber er räumt seinen Platz für Sie. Na gut. Ich brauche Material, um mich vorzubereiten. In welchem Fach überhaupt? Das wird aber ein bisschen knapp. In 20 Minuten beginnt der Unterricht. Sie wohnen im Haus Cuxhaven. Einer der Dozentenunterkünfte. Ist ein bisschen spartanisch, aber Sie kennen das ja. Nasszelle nicht auf dem Flur, stimmt's? Thank you.
Wie Sie wissen, kommt ein Unglück ja selten alleine. Heute Vormittag hat der Vater von Herrn Seitz eine Herzattacke gehabt und Herr Seitz hat entsprechend um Urlaub gebeten. Frau Lindholm vom LKA hat sich bereit erklärt, ihn zu vertreten. Ja, wir beginnen damit einfach jetzt etwas früher mit einem Programm, in dem wir versuchen, verstärkt Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis in den Unterricht mit einzubeziehen. Ich erwarte, dass Sie sich trotz des Unglücksfalls um einen geregelten Unterrichtsablauf bemühen. Ja? So. Danke. Herr Kreuzkamp, können Sie uns nicht wenigstens sagen, was die Untersuchung ergeben hat? Ja. Niemand spricht mit uns. Die Kripo geht ja zurzeit noch davon aus, dass Gerd Lehnert einen Fehler beim Umgang mit seiner Waffe gemacht hat. Aber letzte Untersuchungen stehen noch aus. Bitte. Danke. Ja, wie gesagt, ich bin Frau Lindholm und also ich muss gestehen, ich bin genauso überrumpelt von diesem plötzlichen Unterrichtsbeginn wie Sie. Und vielleicht kann mir jemand sagen, woran Sie gerade mit dem Kollegen Seitz gearbeitet haben. Neues polizeiliches Auswerteverständnis unter besonderer Berücksichtigung von kriminologischen Hintergründen. Ah ja, das ist ein interessantes Feld. Vielleicht kann ich da mal in Ihr Lehrbuch schauen. Welches Kapitel war das noch? Unsere Hausaufgabe war es, zu klären, inwieweit Lerntheorien bzw. Auffassungen aus dem Feld der Konditionierungsforschung diesbezüglich von Belang sind. Ah ja, Konditionierungsforschung, das ist, ehrlich gesagt, war ich jetzt auf dieses Thema nicht direkt vorbereitet und, Ah ja? Und wie wollen Sie uns dann unterrichten? Wie wär's mit einer praktischen Übung? Was hat Gerds Tod denn mit unseren Hausaufgaben zu tun? Und greifen wir damit nicht in ein aktuelles Ermittlungsverfahren ein? Ich glaube ja nicht, dass es jemand stört, wenn ich Ihnen helfe, Ihre Gedanken zu sortieren. Wieso Gedanken sortieren? Ich denke, es war ein Unfall. Ja, ja, sicher. Aber Sie sind ja? Bronner. Danke. Nichts hindert uns doch, zu Übungszwecken von einer anderen Prämisse auszugehen. Lass dich zusammen. Nein, nein, lassen Sie sie. Betroffenheit im Zusammenhang mit solchen Ereignissen ist völlig normal. Ich dachte, Betroffenheit ist das Erste, das man in der Praxis ablegen muss. Sie meinen ablegen, wie man einen alten Mantel ablegt oder eine schlechte Gewohnheit? Sind Sie alle dieser Meinung? Naja, sie meint ja nur, weil Färber schreibt doch, dass der Kriminalist Abstand vom Geschehen halten muss, um Tatsachen objektiv werten zu können. Sie können nicht objektiv sein. Wir sind immer in irgendeiner Weise voreingenommen. Aber wir können uns diese Voreingenommenheit bewusst machen und sie bewusst in die Bewertung der Sachlage mit einbeziehen. Verstehen Sie? Okay, genug Theorie. Wie lautete denn der Einsatzbefehl? Flüchtiger Bankräuber mit Geisel. Aufgabe war es, die Geisel unverletzt zu befreien und den Täter zu stellen. Besondere Erschwernis. Der Täter lässt die Geisel zurück, als sie sich den Fuß verknackst. Sodass es zwei Aufgaben gibt. Täter stellen und Geisel finden. Mhm. Und welche Aufgabe hatte Ihr Kollege Gerd Lehnert dabei? Na, die Geisel. Es gab noch eine besondere Erschwernis. Es war geplant, dass der Funkkontakt zusammenbricht und sich die einzelnen Trupps nur noch über Zuruf oder Handzeichen verständigen können. Und der Kontakt zur Einsatzleitung war unterbrochen. Wer denkt sich denn sowas aus? Döring, wer sonst? Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Befragungssituation an. Übernehmen Sie die Befragung, Sie sind Herr? Lothar Grammert. Herr Grammert. Ja, und was soll ich fragen? Motiv und Gelegenheit. Wer hatte einen Grund, dem Opfer zu schaden? Und wer hatte die Gelegenheit, mit ihm allein zu sein? Ja, das war in erster Linie der Malte. Der war der Geiselnehmer. Er hat den Gerd die ganze Zeit rumgeschleppt. Was willst du damit sagen? Na gut, befragen Sie Malte. Genauso, wie Sie es gelernt haben. Immer auf Augenhöhe, klare Fragestellungen, die ihn animiert, frei zu sprechen. Und Fragen vermeiden, auf die er nur mit Ja und Nein antworten kann. Wann haben Sie das Opfer das letzte Mal gesehen? An der alten Betonfabrik. Also, ich habe seine Hände gefesselt und dann habe ich ihn in so eine Mulde gesetzt, damit ihn nicht jeder gleich von Weitem sieht. Und dann bin ich weg. Also waren mir auch schon alle auf den Fersen. Und jetzt? Da überzeugen Sie sich vom Wahrheitsgehalt seiner Aussage. Gehen Sie ins Detail. Zum Beispiel, war die Geisel wirklich gefesselt, bevor er sie in die Grube getan hat? Oder hat er sie erst danach gefesselt? Hat er sich gewehrt? Ich meine, schließlich hatte er eine Waffe dabei. Er hatte keine Waffe. Ach Moment, das verwirrt mich jetzt aber, weil, soviel ich weiß, hat man eine gefunden. Vielleicht hat er ihn ja ihre abgenommen.
Nee, ich habe die ganze Zeit noch geschossen. Das können auch eigentlich alle bezeugen. Ja, das stimmt. Hat er eine versteckt? Nee, ich habe ihn durchsucht. Aha. Sehen Sie, da sind wir doch schon einen Schritt weiter. Dann wenden wir uns jetzt mal der Befreiung zu. Wollen Sie die Befragung übernehmen? Okay, gern. Ja, genau. Also wer war denn für die Befreiung der Geisel zuständig? Mein Trupp. Wer genau? Lothar, Olaf, Sandra, Birgit und ich. Danke. Okay, dann komm doch bitte mal nach vorn. Ja, also, wie war das mit der Befreiung? Ja, wie soll es gewesen sein? Wir sind da rein und haben die Geisel gleich gefunden. War ja nicht ein besonders originelles Versteck. Ja, und dann haben wir sie rausgeholt und sind weiter, die hinterher. Moment, und Sie haben die Geisel gefesselt liegen lassen? Nein, nein, wir haben die Fessel gelöst. Und dann haben Sie die Geisel allein gelassen? Ich dachte, ich soll die Befragung durchführen, also... Ach ja, Sie haben vollkommen recht, natürlich. Was meinen Sie, vielleicht... Lassen Sie die Situation mal nachstellen. Schließlich haben wir ja einen Dummy. Genau, dann zeigt doch mal, wie ihr ihn da rausgeholt habt. Naja, und dann sind wir, wie gesagt, los. Der Geisel hat ja nichts gefehlt und wir wollten ja helfen, den flüchtigen Geiselnehmer zu schnappen. Wie, und es ist keiner bei ihm geblieben, um ihn zu beschützen? Nein. Nee. Hat gesagt, alles in Ordnung. Und wer hat dann Gerd die Waffe gegeben? Keiner, soweit ich weiß. 5 Leute und alle kümmern sich nur um die Geisel. Obwohl der bewaffnete Geiselnehmer sie jederzeit hätte unter Beschuss nehmen können. Haben Sie das wirklich so gelernt? Nee, das war auch nicht so. Mindestens einer von uns hat die anderen gedeckt. Ah, das ist jetzt nicht ganz klar geworden. Es sah so aus, als wären Sie alle in der Grube gewesen. Wer war denn das? Das weiß ich nicht mehr. Wer hat gedeckt? Hören Sie, was soll das? Gerade ist einer von uns ermordet worden. Glauben Sie, es macht uns Spaß, das hier durchzukauen? Wie kommen Sie denn darauf, dass er ermordet wurde? Na, Sie haben ja selbst gesagt, dass wir davon ausgehen sollen. Scheiße. Sie haben vollkommen recht. Ich habe die Verwirrung selber reingebracht. Ich denke, wir hören für heute auf. Danke. Ich wusste vorhin nicht, dass Ihnen das so nahe gehen würde. Er war mein Freund. Wir haben uns vor 2 Wochen getrennt. Darf ich fragen, warum? Wie es eben so läuft. Hat sich eine andere Frau verliebt. Und er hat sie betrogen und deshalb haben sie sich getrennt. Nee. Gerd hat nie jemand betrogen. War immer ehrlich. Er hat gemeint, dass er mir alles im Detail erzählen muss, was er an ihr schätzt, an mir vermisst und so. Ich gut drauf verzichten können. Ich muss los, sonst verpasse ich die nächste Stunde. Sandra! Sie haben ihn noch geliebt, nicht wahr? Dann sollten Sie helfen, seinen Tod aufzuklären. Glauben Sie, ich will nicht auch wissen, was da passiert ist. Gerd ist schwer misshandelt worden, bevor er durch den Schuss umgekommen ist. Haben Sie eine Idee, was da passiert ist? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wer hatte so eine Wut auf ihn? Alle. Alle waren sauer auf ihn, weil er sich immer wieder mit allen angelegt hat. Und alle haben zugeschlagen, oder was? Nein, ja... Das war nicht geplant. Das ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Und wer war dabei? Die Gruppe, die ihn befreien sollte, ja? Michael Brunner, Lothar Grammert,
Olaf Reins, Birgit Wels und Sie. Ja. Nein, Reins nicht. Er ist nur ein Gaffer. Ich könnte es später höchstens mal bei der Observation gebrauchen, hat Gärtner zu ihm gesagt. Also einer seiner Witze. Er ist nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken. Er war nicht so. Und wer hat geschossen? Keiner von uns. Ganz sicher. Ich wollte bei ihm bleiben. Er hat mir leid getan. Die anderen haben mich weggezogen. Warum interessiert Sie es überhaupt? Ich bin nicht nur Dozentin, ich bin auch Polizistin. Können Sie sich denn vorstellen, dass Gerd sich selber umgebracht hat? Nein. Nein. Unterricht. Großartig. Ich weiß, es ist schon spät, aber hättest du was dagegen, wenn ich mich noch ins Auto setze und zu dir komme? Ehrlich gesagt bin ich müde und hier kann man sowieso nicht sehen. Weißt du was? Lass uns morgen telefonieren, ja? Ciao. Sag mal, Jungs. Das eigentlich mit der neuen Dozentin? Was? Naja, dass die am gleichen Tag auftaucht, an dem Gerd stirbt. Scheiße, Mann. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wir haben alles schlecht geschlafen. Aber jetzt siehst du Gespenster. Seine hat uns in der Hand, aber möchtest du gern von der Schule fliegen? Lass uns wenigstens ein paar Tage damit warten, Michi. Das geht nicht. Er hat gesagt, er braucht die Sachen spätestens heute Abend. Es bleibt so, wie es ist. Na, wie ist denn der Unterricht gelaufen? Den Umständen entsprechend. Ja, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich mich schon mal ein bisschen umgesehen habe, Herr Direktor. Na, wieso denn? Das ist doch spannend, jemanden, den man ausgebildet hat, bei der Arbeit zusehen zu können. Ich nehme an, das macht Ihnen Spaß, uns hier unter die Lupe zu nehmen. Nein, tut es nicht. Was war denn dieser Leonard für ein Mensch? Hervorragender Schüler, bester seines Jahrgangs. Ja, das habe ich gelesen, aber diverse seiner Mitschüler haben seinetwegen Verweise bekommen. Würden Sie ihn als Petze bezeichnen? So einfach ist es nicht. Wir erwarten ja schließlich, dass unsere Schüler sich der Wahrheit verpflichtet fühlen. Bis hin zum Denunziantentum? Das lässt sich manchmal nur sehr schwer trennen. Ich erinnere mich da an einen Fall. Vor 12 Jahren. Diebstahl unter Studenten. Ja, wir konnten den Fall damals ja leider nicht aufklären, weil eine Studentin sich weigerte, auszusagen. Das ist lange her. Sie sind damals knapp an einem Schulverweis vorbeigeschrammt. Ich weiß. Sagen Sie, wo wohnte denn dieser Lennart? Aus Braunschweig. Zimmer 43. Der Schlüssel müsste bei seinen Sachen sein. Sie finden das Haus? Ja, ja. Ist ja schließlich ein bisschen lange her, ne? So alt bin ich nur auch wieder nicht. Ich nehme die mal mit, ja?
Bitte. Ich weiß, ich habe hier nichts zu suchen. Es macht außerdem einen merkwürdigen Eindruck und ist dazu noch total unprofessionell. Aber er war mein Student und ich musste einfach schauen, ob ich irgendeinen Hinweis finde. Tut mir leid. Das sollten Sie besser mir überlassen. Woher haben Sie überhaupt den Schlüssel? Das ist Zweitschlüssel, habe ich von Herrn Pieper. Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Um genau diese Seilschaften zu unterlaufen. Das sind keine Seilschaften, wir sind Kollegen. Wenn Sie sich da ausnehmen, dann ist das Ihre Sache. Wir versuchen den Kids hier nicht nur Handwerk beizubringen. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass ein Polizist doch immer ein Vorbild ist. Und dazu gehört Loyalität, Integrität und vor allem Ehrlichkeit. Wem sagen Sie das? Sie hintergehen die Kids. Was? Jetzt reden Sie doch keinen Quatsch. Nicht mal die Hälfte von denen ist in der Lage, mir in die Augen zu sehen. Das stinkt doch zum Himmel. Dann sagen Sie mir nichts, dass Sie nichts davon wüssten. Ich meine, was erwarten Sie denn? Die Studenten sind verwirrt. Die Kommilitone ist tot und irgendeine wildfremde Dozentin kreuzt hier auf. Einige von diesen Studenten haben ihre Übung gebraucht, Gerd Lehner zu verprügeln. Ist das die Art Loyalität, die Sie meinen? Ich meine, Sie haben die Chance. Probieren Sie es doch. Vielleicht haben Sie mehr Glück als ich. Ganz schön teure Autos, finden Sie nicht für einen Studenten? Na, wenn man jung ist und ohne Verpflichtung, dann interessiert man sich wahrscheinlich für teure Autos und so, nicht für Bausparverträge. Haben Sie Verpflichtungen? Ich? Noch, ja. Sie trennen sich? Nee, ich nicht. Sie. Oh, das tut mir leid. Ist schwer in so einem Beruf mit der Partnerschaft, was? Ich dachte immer, es wäre leichter, wenn man unterrichtet. Ja, dachte ich auch. Tschüss. Otto Asselne. Herr Reins? Herr Reins? Bist du hier? Sag mal, was machst du hier? Bist du wahnsinnig, hier einfach aufzukreuzen? Was glaubst du eigentlich, was los ist, wenn rauskommt, dass die ermittelnde Beamtin ein Verhältnis hat mit dem Typen vom Innenministerium? Was ist denn jetzt los? Sag mal, meinst du, ich mach das alles zum Spaß? Meinst du, ich unterrichte zum Spaß? Charlotte, kein Mensch hat mich hier gesehen, also reg dich bitte nicht auf. Woher weißt du, wo ich wohne? Ich hab gefragt. Und? Bist du beruflich oder privat hier? Was wäre dir denn lieber? Ehrlich gesagt, wäre mir am liebsten, du würdest dich aus meinen beruflichen Dingen in Zukunft raushalten. Gut. Solange das nicht für deine privaten Dinge gilt. Prost. Komm mal her. Du hast einen schlechten Tag gehabt, ja? Hast du denn was rausgefunden? Also was jetzt? Küssen oder Bericht erstatten? Kannst du nicht beides? Ich denke, nur Männer können nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Du machst auch so Hunger. Komm, lass uns was essen gehen. Du meinst, wir beide? Mhm. Ich finde, es ist keine so gute Idee, dass man uns hier zusammen sieht. Dann fahren wir ins Nachbardorf. Oder schämst du dich für mich? Ich glaube, ich muss jetzt gleich was essen. Sonst bin ich betrunken. Ich habe eine Idee. Wartest du auf mich? Um 11:30 müssen wir auf der Diamant sein. Na? Feierabend. Ich wollte noch schnell ein Buch holen. Mensch, die arbeiten ja ganz schön lang.
Zu meiner Zeit gab es das nicht. Wir haben abends immer gefeiert. Wäre auch kaum möglich gewesen. Wir durften die Schulcomputer immer nur unter Aufsicht benutzen. Tja, die Zeiten ändern sich halt. Die Auswahlkriterien werden ja auch immer härter. Da braucht man jede freie Minute zum Lernen. Sieht gut aus. Wo ist das her? Salvatore. Da bestelle ich mir auch mal was. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Der Flyer. Mensch, hätte ich fast vergessen. Danke. Ist sie weg? Sie ist weg. Aber sie hat uns gesehen. Meinst du, sie hat was gehört? Keine Ahnung. Lösch lieber die Datei. Hab ich längst gemacht. Hast du die Lied gedrückt? Na toll, da löscht sie die Verzeichnisse, aber die Daten sind nur auf der Platte. Dann lass du dir doch was einfallen. Selner was erzählt? Was? Hast du ihm erzählt, was wir mit Gerd vorhatten? Ja. Er fand's gut, dass wir ihm Denkzettel verpassen. Woher willst du wissen, dass er nicht aufs Gelände gekommen ist und Gerd erledigt hat? Keine Ahnung. Aber wenn er das mit Gerd kann, dann kann er das mit dir auch. Und mit mir auch. Und wenn wir morgen nicht beide tot auf dem Gelände liegen wollen, dann sollten wir machen, was er sagt, okay? Das wird immer besser, jetzt klauen ich schon die Dozenten. Ja, ich wollte eigentlich nur... Ich kenne sie doch. Ach, Sie sind das? Ja, ja, ich hatte früher strohblonde Haare und waren 20 Kilo leichter. Naja, wir verändern uns alle. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir wirklich noch dieselbe Kombination haben. Nee, ja. Damals habe ich Sie auch erwischt. Ich weiß. Ich koche Ihnen gleich mal eine Zwiebel. Doch, Sie brauchen Wasser für Ihre Rippen. Was wollt ihr denn hier? Psst. Oder willst du, dass die halbe Schule hört? Gute Bürger, ich brauche ein Programm von dir. Und zwar eins, mit dem man Dateien von der Festplatte löscht. Und zwar endgültig. Für was? Und was hat der damit zu tun? Wir waren an einem Lehrcomputer und die Neue hat uns gesehen. Wie seid ihr ohne Passwort in das System gekommen? Mit dem Code, den du mir geschrieben hast. Du hast mir versprochen, dass du den vernichtet hast. Hat er aber nicht. Und wenn die Neue rauskriegt, dass der Code von dir ist, dann bist du auch im Arsch. Ich kann's gar nicht fassen, was du für ein Wichser bist, Bronner. Die Daten, die ihr löschen wollt, hat Gerd die gesehen? Hat er euch erpresst? Ist er deshalb tot? Nein. Nein, natürlich nicht. Gerd hat damit überhaupt nichts zu tun. Bitte. Das ist das letzte Mal, dass ich für dich meinen Kopf hinhalte. Da kriegen Sie doch wahrscheinlich auch eine Menge mit, oder? Naja, die Leute vergessen immer, dass da jemand hinterm Tresen steht, der mithört. Ach, weiter rein? Na, dauernd. Haben Sie auch schon mal was Ernstes mitbekommen? Naja, ich tratsch nicht gerne. Das Junge braucht Hunger. Na, warten Sie mal. Sagen Sie,
Fanden Sie den toten Jungen gut? Netter Bursche. Bisschen zu ehrgeizig vielleicht, aber das ist ja nicht unbedingt ein Fehler. Schön scharf, hm? Ja, der wusste halt nie, wann er aufhören muss. Hab mitgekriegt, wie er mit den anderen gestritten hat. Hat zu ihnen gesagt, dass sie es nicht verdient hätten, auf so einer Schule hier zu sein, und hat ihnen gedroht, sie anzuzeigen. Haben Sie irgendwas zu trinken hier? Oh, den Schlüssel vom Getränkeschrank, den hat jetzt mein Mann. Und wen wollte er denn genau anzeigen? Irgendwelche Studenten. Wissen Sie denn, worum es ging mit dem Schrank? Ich glaube, das hatte was mit der Diamant zu tun. Diamant? Was ist das genau? Das ist so eine Art Schiffsrestaurant auf der Weser. Was für bessere Leute. Und über was haben die jetzt genau gestritten? Naja, auf jeden Fall war es kein Spaß unter Studenten. Und mehr kann ich auch nicht sagen. Uiuiui, ich muss ja los. Ich muss mich ja noch vorbereiten für morgen. Mensch, tut mir leid. Und das Süppchen? Die esse ich morgen. Versprochen. Sag mal, schläfst du immer ein, wenn du kurz auf mich wartest? Du warst mit dem anderen Essen. Du warst über eine Stunde weg. Echt? Steigert die Sehnsucht. Und den Hunger. Was gibt's denn zum Essen? Ich hab's mir anders überlegt. Wir gehen essen. Komm. Na komm. Jetzt doch. Charlotte, wir kriegen hier nichts zu essen. Hier gibt's nicht mal eine kleine Karte. Lass uns den Tisch nehmen, hm? Ach so, ja. Ja, gern. Gleich. Wir sind hier gleich zum Essen, stimmt's? Was machen wir hier eigentlich? Eine Saftdiät? Wir machen das, wozu du mich verdonnert hast. Bin gleich wieder da. Leider nicht weiter. Ja. Na, dann doch. Bitte. Ja. Irre ich mich oder sind wir in einer hochgradig illegalen Zuckerbude? Wie heißt es doch so schön? It's the only game in town, Mister. Also meine Intuition sagt mir, dass wir unseren Job verlieren, wenn wir jetzt spielen gehen, Charlotte. Und meine Intuition sagt mir, du solltest uns ein paar Jetons holen. Komm. Ach, und ein Drink. Was, Fruchtsaft? Milch? Du hast den Wein schon nicht vertragen. Ach, komm schon. Das wäre kein Spielverderber. Der Spielverderber hat Hunger. Auch sobald ich was im Bauch habe, werde ich liebend gerne kriminell mit dir, Charlotte. Aber lass uns bitte vorher was essen gehen. Vielleicht gibt's ja Erdnüsse an der Bar. Hm? Na komm schon. Bitte das Spiel zu machen. Das Spiel. Was hat sie denn hierher verschlagen? Die Spielsucht, was sonst? Mich interessierte eigentlich mehr, auf wessen Empfehlung Sie hier sind. Ein Freund von einem Freund. Sie wissen ja, wie das so ist. Na, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich diesen Freund rügen muss, nicht schon früher hier eingeführt zu haben. Die Stadt ist arm an Sensationen und Sie sind ohne Frage eine. Ich bin sicher, das sagen Sie jeder Frau, die hier reinkommt. Ja, stimmt. Aber bisher war es immer gelogen. Sind Sie der Boss hier? Wie kommen Sie denn darauf? Sie sehen so aus? Nein, tut mir leid. Ich bin nur Gast, genau wie Sie. War mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ja. Das ist ja ein galanter Typ. Ich muss den Abend lieber mit ihm verbringen. Ich räume gerne meinen Platz. Tatsächlich? Wo sind denn meine Jetons? Hier. Viel Glück. Danke. Was läuft da für eine Scheiße? Ich habe gerade bei euch in der Schule als einen Toten gegeben.
Wir hatten gehofft, dass Sie uns mehr darüber sagen können, Herr Sellner. Was soll das jetzt? Wollt ihr mir was anhängen? Ich habe mich nur gefragt, warum Sie sich so für Gerd interessiert haben. Aus welchem Grund hätte ich ihn wohl beseitigen sollen? Weil er meinen Spielclub auflegen lassen wollte? Glaubt ihr im Ernst, dass wir darauf nicht eingerichtet sind? Die gesamte Einrichtung ist in kürzester Zeit abgebaut oder versenkt. Jedenfalls sind das die letzten Daten, die Sie von uns bekommen haben. Ach, ist das so? Es ist einfach zu gefährlich im Moment. Hört mal gut zu, Jungs. Ihr seid mir noch was schuldig. Als Geschäftsmann weiß ich, was es bedeutet, Verbindlichkeiten einzugehen. Die Leute, mit denen ich Geschäfte mache, fackeln nicht lange. Ich glaube, ihr habt keinen blassen Schimmer, auf was ihr euch da eingelassen habt. Jedenfalls kann ich euch nur raten, die Schnauze zu halten und das zu tun, was man von euch erwartet. Morgen kommt eine neue Lieferung. Das heißt, ihr könnt übermorgen die neuen Daten abholen. Ich glaube, das war's. Können wir euch irgendwo absetzen oder wollt ihr noch eine Runde spielen? Nein, danke. Scheiße. Oh nein. Was ist? Das ist unsere Dozentin. Wenn das eine Dozentin ist, dann sollte ich unbedingt wieder zurück auf die Schule gehen. Besser nicht. Wenn die uns hier sieht, dann sind wir endgültig aufgeflogen. Kann das sein, dass sie hier ermittelt? Woher sollen wir denn das wissen? Im Augenblick scheint sich jedenfalls prächtig zu amüsieren. Kann das sein, dass sie euch gefolgt ist? Nein. Auf keinen Fall. Jedenfalls muss ich korrekt ausgewiesen haben, sonst wäre sie hier nicht reingekommen, oder? Kai! Geh raus und hab ein Auge auf sie. Tja, schade um den Club. Aber es ist eben halt alles nur eine Frage der Zeit. Ist alles bezahlt, bitte das Spiel zurück. Wenn uns hier jemand sieht, ist meine politische Karriere die kürzeste in der Geschichte dieser Republik. Außerdem haben wir immer noch nichts gegessen. Sag mal, höre ich hier ein Echo oder hast du das schon mal gesagt? Ich bin erschrocken, was für ein Langweiler du bist. Bitte lass uns gehen, Charlotte. Bitte. Das geht nicht, oder willst du von Bord springen? Außerdem, danke, habe ich gerade eine Glücksträhne. Aber weißt du was? Du kannst mal für mich weiterspielen. Ich muss mal für kleine Kripo-Beamte. Herr Pieper? Hallo, hier ist Lindholm. Ja, ich weiß, wie spät es ist, aber es ist wichtig. Hören Sie, ich bin hier auf einem Kutter auf der Weser flussabwärts unterhalb von Hahnmünden. Wo Fulda sich und Werra küssen. Nein, ich weiß es nicht genau. Besetzt! Nein, Entschuldigung, ich bin... Hey, was wollen Sie? Au! Au! Kleine Serie. Kleine Serie, Louis. 17:22. Ja, entschuldigen Sie. Ihre Begleiterin hat nach Ihnen gefragt. Was ist mit ihr? Ich glaube ihr schlecht. Kann es sein, dass sie nichts verspricht? Ich denke, es ist besser, Sie sehen wollen. Oh, die können Sie ruhig hier lassen. 16. Ja. Okay. Wo ist sie denn? Es ist nichts auf der Nummer. Schiff eigentlich gesucht. Hä? Was hast du denn da gemacht? Oh, nichts. Du blutest ja, komm her. Was ist das? Eine verdeckte Ermittlung, was denn sonst? Das ist ja so verdeckt. Ja, verdammt normal, das war eine verdeckte. Komm her. Scheiße, war das.
Ist doch nichts passiert, wir sind nass geworden, mir nicht. Entschuldigung, ich bin ein Idiot. Entschuldigung. Ist doch alles gut. Jetzt ist er nicht mit mir. Sag mal, ist das immer so bei dir? Ich meine, endet jeder deine Einsätze so? Ich hatte nämlich keine Lust, mir bist du deiner Rente jeden Tag Sorgen um mich zu machen, verstehst du? Was? Wir fangen doch gerade erst an, oder? Meinst du? Mhm. Deine Frisur ist kaputt. Ich hab mir solche Mühe gegeben. Ja, ich bin's. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir im Augenblick ziemlich viel um die Ohren haben. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Sie mit der nächsten Lieferung noch ein bisschen warten könnten. Ja, aber Sie müssen auch meine Position verstehen. Ich meine, ja, es tut mir leid, wir... Nein, es gab nur in letzter Zeit so ein paar Engpässe, aber wir kriegen das schon hin. Nein, nein. Ich schaff das schon, doch, doch. Sie können sich auf mich verlassen. Okay, dann erwarte ich also die nächste Lieferung wie verabredet, ja? Gut, in Ordnung. Alles klar. Ich danke Ihnen, ja? Wiederhören. Tobias, musst du aufwachen, schnell. Okay. Gehst du ins Bad? Scheiße, was ist los? Wieso ins Bad? Muss verrückt geworden sein, nicht? Ja? Martin, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Toller Empfang. Nachts ruft mich eine wildfremde Frau an, hat deine Handtasche an der Weser gefunden, mit meiner Telefonnummer drin. Ich ruf dein Handy an. Nichts. Nur die blöde Mailbox. Kein Rückruf. Ich werd bald wahnsinnig. Ruf die Polizeistation an, die Krankenhäuser. Nichts. Ich setze mich in mein Auto, fahr die halbe Nacht, komm hier an, du stehst da rum, schläfst wahrscheinlich den ganzen Tag und sagst zu mir, was machst du denn hier? Das hast du alles gemacht? Ja. Und da, Bettwäsche. Ich denk, du liegst im Krankenhaus. Du magst doch keine fremde Wäsche. Du bist wirklich einmalig. Es tut mir leid. Ich... Schon gut. Was hast du denn da gemacht? Ein echt gelungener Lindholm-Einsatz. Nicht so schlimm. Und das hier? Ist er jetzt immer und überall dabei? Das ist ein totaler Zufall gewesen, weißt du, dass... Hallo Martin. Guten Tag. Was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte, ich habe die anderen gewählt. Das ist nichts Persönliches, nur meine politische Überzeugung. Aber jetzt, im Nachhinein, bin ich ganz froh darüber. Keine Sorge, ich bin parteilos. Verstehe. Wenn du etwas von mir willst. Ich bin bis morgen früh noch in der Pension Erhard. Ach Martin, jetzt wart doch mal. Manchmal verstehe ich ihn nicht. Ihr seid sensibel, wie alle verliebten Kerle. Wo habe ich denn meine Schuhe? Ach, Quatsch. Aber er ist nie lang beleidigt. Herr Pieper. Ich dachte, vielleicht interessiert Sie, was aus dem Schiff geworden ist. Ja, ja, klar. Aber ich... Kann ich reinkommen oder soll die ganze Schule wissen, dass ich Ihnen Bericht erstatte? Der Kahn... Auf den Ihre Beschreibung passt, den haben wir vor 3 Stunden aufgebracht. Aber an Bord war nichts zu finden, was auf einen illegalen Spielclub hinweist. Mhm. Aber Sie hatten recht, Zellner ist nicht ganz koscher. Autohändler, Frauenheld, Kulturmäzen, Sponsor für so ziemlich jeden Sport. Er hält Beteiligungen an der Diamant. Die muss er sich an der Steuer vorbeigesichert haben. Geldwäsche? Möglich. Sollen wir seine Finanzen unter die Lupe nehmen? Oh ja, nein. Nein, nein, ich möchte erst die Zusammenhänge verstehen. Ich habe noch was für Sie. Hier. Das ist ja polizeiliche Ermittlungsarbeit, da bin ich aber überrascht. Ich habe gestern Abend am Polizeicomputer 2 Studenten erwischt, und zwar Lothar Grammert und Michael Bronner. Ich nehme mal an, Sie waren im Auskunftsdienst. Ja, aber da kommt man nur mit Zugangscode rein, und den haben Polizeischüler nicht. Ja, ich weiß. Und jeder Zugang wird registriert. Nun, die waren jedenfalls drin, und es war der Computer 723, bitte sehr. Ja, und? Da finden Sie jemand, der sich das Ding vornimmt und schaut, ob wir noch irgendwas auf der Festplatte finden. Ja? Ja? Sonst noch was? Nein, danke. Ach, beinahe hätte ich das vergessen. Die Ergebnisse der KTU. Die Faseruntersuchung waren unergiebig. Mhm. Die hatten ja alle dieselben Klamotten an. Blutspuren gab es nur bei Sandra und Döring und davon reichlich.
Schmauchspuren waren bei allen nachzuweisen. Die müssen rumgeballert haben wie die Idioten. Interessanterweise auch beim Opfer. Was? War vielleicht doch nur ein Selbstmord. Schönen Tag noch, Kollegin. Und grüßen Sie mir Herrn Endres. Ja, mach ich. Jetzt ist es schon 11:55. Das weiß ich selbst. Mensch, Michael, was machen wir denn nur, wenn die ertrunken ist? Das war die Weser, nicht die Nordsee. Wenn sie nicht schwimmen kann? Sie ist Polizistin. Ja. Und? Sind wir noch Polizisten? Lassen Sie uns über Vernehmungstechnik reden. Worauf kommt es an? Verständnis zeigen. Den Beschuldigten überzeugen, dass Reue sich lohnt. Auf die Situation der Geschädigten hinweisen? Danke. Das ist keine Prüfung. Ich bin sicher, Sie haben das Lehrbuch im Kopf. Aber verstehen Sie auch, wovon Sie da reden? Ihre Aufgabe ist doch nicht, den Beschuldigten zu widersprechen. Ihre Aufgabe ist doch, seine Beweggründe zu verstehen. Erst dann können Sie diese nach und nach entkräften und ihm so den Boden entziehen. Man nennt das Schwächung der Widerstandsenergie. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Zeugen, die lügen. Weil sie sich selber schützen wollen. Oder weil sie gleichgültig sind. Was manchmal noch schlimmer ist. Wenn Sie es nicht gerade mit einem verstockten Gewitter zu tun haben, dann hat der Täter nach Begehung seiner Tat Probleme damit, sein Handeln vor sich selbst zu rechtfertigen. Also sucht er nach Gründen, weshalb er das Recht hatte, die Tat zu begehen. Die Bank hatte verdient, ausgeraubt zu werden. Der Wachmann war selber schuld, dass er sich ihm in den Weg gestellt hat. Das Opfer hatte verdient zu sterben. Damit wären wir wieder bei unserem Beispiel von vorgestern. Warum hätte Gerd Lehnert verdient zu sterben? Hm? Weil er immer Recht haben wollte? Weil er sich mit seiner Moral über sie gestellt hat? Weil er in Verweise eingebracht hat? Sie sitzen gelassen hat? Oder würde das nur erklären, warum er feige verprügelt wurde? Ich weiß. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, nicht nur Gut und Böse. Es gibt jede Menge Graustufen. Aber nicht für Sie. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Polizisten zu werden, dann haben Sie sich damit eindeutig für eine Seite entschieden. So. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau aufschreiben, was Sie über diesen Vorfall wissen. Und dann möchte ich, dass Sie genau darüber nachdenken, was Sie am liebsten für sich behalten würden. Und warum? Loyalität oder Feigheit? Sie haben eine halbe Stunde. Also ich weiß nicht, ob Sie das Recht dazu haben, so ein Spielchen mit uns zu spielen. Frau Lindholm. Das ist kein Spiel, Herr Bronner. Ich ermittle in einem Mordfall. Okay, stopp! Stopp! So, hört mal her. Es geht hier nicht darum zu zeigen, dass ihr besonders toll seid, sondern darum, den Gegner von einem Angriff auf euch abzuhalten. Und zwar mit minimalem Aufwand und mit minimalen Verletzungen auf beiden Seiten. Im Dienst bekommt ihr für Wirkungstreffer keine Punkte, sondern eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Ist das soweit klar? Gut, Manuela macht noch den Schmuck ab, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und weiter geht's, Freunde. Was ist mit euch? Warum kommt ihr so spät? Frau Lindholm hat verlangt, dass wir einen Bericht über die gestrige Übung und den Vorfall schreiben. Von wegen Dozentin. Mach mal weiter. Die hat doch gleich gesagt, dass mit ihr was nicht stimmt. Die hat uns belauscht. Deshalb war sie auf der Diamant. Ich war heute in der Bibliothek. Die haben den Rechner beschlagnahmt. Na und? Die werden da nichts finden. Wenn wir jetzt stillhalten, kann uns nichts passieren. Okay? Herr Döring? Ja? Können Sie mir sagen, wo Herr Reins ist? Nee, hier beim Training ist er nicht. Wieso?
Die Studenten sollten einen Bericht schreiben. Er hat als einziger ein leeres Blatt abgegeben. Oh. Entschuldigen Sie mich. Sandra? Ich würde Sie gerne noch mal kurz sprechen. Sandra, Ihr Bericht. Eins verstehe ich da noch nicht. Ich habe alles aufgeschrieben, so wie ich es erlebt habe. Hey, weiß ich nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie Ihren Ex-Freund verprügeln lassen, nur weil er Sie betrogen hat. Da muss es doch noch irgendwas anderes gegeben haben. Sagt Ihnen der Name Selner etwas? Ich bin einmal mit ihm ausgegangen. Und? Er hat mich gefragt, ich hab nur ja gesagt, um Gerd eifersüchtig zu machen. Sehr gut. Hab mich extra so aufgebrezelt, damit er genau weiß, was ich vorhab. Und was hat Gerd gemacht? Ist er Ihnen hinterhergefahren? Ja. Wohin? Selner, ich glaube, der wollte ein bisschen angeben, hat mich in so einen illegalen Spielclub geschleppt. Der Diamant. Wer war denn da außer Ihnen? Noch andere Kommilitonen? Ich war ziemlich überrascht, als ich der Lothar und Brunner gesehen habe. Gerd ist total ausgeflippt, er hat ein Riesentheater gemacht. Ich dachte erst, er wäre nur eifersüchtig und dann hat er uns ein Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, wenn wir Selners Spielclub nicht auflegen lassen würden, dann würde er das tun. Lothar und Brunner wollten das regeln. Das haben Sie ja prima geregelt während der Übung. Nein, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Das hat sich so zufällig spontan ergeben. Zuerst zugeschlagen. Spontan, wie das klingt. Hat Selner mit Ihnen über Gerd geredet? Weiß nicht. Ja, kann sein. Wieso? Wollte halt wissen, was mein Eck ist. Und Gerd? Hat der versucht, mehr über Selner rauszubekommen? Hat er nachgeforscht? Weiß nicht. Es kann schon sein, es wäre ihm auf jeden Fall zuzutrauen. Sie Selner hat Gerd umgebracht? Mit welcher Frau hat Gerd sie betrogen? War das jemand von hier? Oder eine Freundin? Die Alte von Döring. Wusste Döring davon? Fragen Sie ihn noch selbst. Der alten keine direkte Schlagpulsentzündung mehr. Leichter ein paar Gramm. Ist auch ein paar Gramm leichter als die alte. Und im Gegensatz Herr Döring? Waffe, was? Moment mal, ja? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja klar, was denn? Alleine. Nee, jetzt nicht. Siehst doch. Später. Wir haben hier keine direkte Schlagpulsentzündung mehr, wie es bei der... Ja, was mich interessiert, wie ist es mit dem Rückschlag? Der Rückschlag ist kleiner geworden? Der ist minimiert worden. Und? Was haben Sie? Nichts. Was heißt nichts? Eine spezielle Art von nichts. Ein Teil der Festplatte ist mit einem Programm beschrieben worden, das nicht nur einfach Daten löscht, sondern das Ganze auch mit Zufallszahlen überschreibt, damit man auch mit einer speziellen Software keine Spuren mehr finden kann. Das ist Profiarbeit. Vielleicht kann uns ja Birgit Welz was dazu sagen. Wie kommen Sie denn auf die? Hat die nicht vor 2 Monaten einen Verweis bekommen, weil sie einen Code geschrieben hat? Ja. Ja, ein Code, mit dem man das Passwort für die Polizeidatenbank umgehen kann. Ich glaube, ich sehe mich mal in ihrem Zimmer um. Das geht nicht ohne Durchsuchungsbeschluss. Da hat er recht. Die Studenten wohnen bei uns zur Miete. Wir haben keinen Zugriff auf die Räume. Ja, wie sollen wir den Studenten etwas über Recht und Gesetz beibringen, wenn wir uns selber nicht dran halten? Sie haben vollkommen recht. Besorgen Sie mir den Beschluss? Ja. Danke. Zum Schulgelände. Das heißt, Sie sind hier eingebrochen. Stimmt. Sie könnten mich anzeigen. Aber Sie könnten auch die Gelegenheit nutzen, mir zu erklären, wieso Gerd Lehnert mit Ihrer Waffe umgebracht wurde.
Der kleine Lothar. Findet ihr am günstigsten Moment zur Wahrheit. Wahrscheinlich haben sie recht. Wahrscheinlich ist Lenard mit meiner Waffe erschossen worden. Ich hatte sie bei der Rangelei verloren. Und warum haben Sie das nicht früher ausgesagt? Ich hatte einfach einen Augenblick zu lange geschwiegen. Können Sie mir denn wenigstens erklären, wieso Michael Bronner und Lothar Grammert mit einem Programm, was ganz offensichtlich von Ihnen stammt, Daten gelöscht haben? Lothar ist mein Cousin. Er steckt dauernd in irgendwelchen Schwierigkeiten und hängt meistens mit den falschen Leuten rum. Und deshalb haben Sie ihm auch den Code für den Polizeicomputer gegeben, ja? Ja, er hat gesagt, dass er für die Prüfung üben will. Ich bin dann in einer Freistunde heimlich mit ihm am Computer, um ihm zu zeigen, wie es geht. Und dann ist alles schiefgegangen. Gerd Lehnert hat mich gesehen. Hat einen riesen Ärger gemacht und ich habe einen Verweis kassiert. Ich habe dann Lothar gesagt, er soll das Programm vernichten. Und Sie haben wirklich geglaubt, dass er das getan hat? Ja. Bis gestern, bis sie die beiden erwischt haben. Dann ist er angekrochen gekommen und hat mich angefleht, ihm bei der Beseitigung seiner Spuren zu helfen. Was sollte ich machen? Ich wollte mir ja nicht noch einen Verweis einfangen. Außerdem kann ich ihn doch nicht hängen lassen. Ist ja mein Cousin. Wissen die denn, was die beiden gesucht haben? Keine Ahnung. Hab ja bis gestern nicht mal gewusst, dass sie den Code doch benutzt haben. Also sie müssen doch wissen, was die beiden unbedingt löschen wollten. Nein, das haben die selber gemacht. Ich habe ihnen nur das Programm gegeben. Ach, was soll's. Ich bin doch jetzt sowieso geliefert. Nein, Sie können mir helfen, die Daten wiederherzustellen. Ich habe den Computer beschlagnahmt. Das LKA ist im Moment ein bisschen überlastet. Einverstanden? Naja, die hatten es ziemlich eilig. Wenn sie nur einen Durchlauf gemacht haben, habe ich vielleicht eine Chance. Gut. Rufen Sie mich an, wenn Sie was haben, ja? Hier. Kurz mit Ihnen sprechen. Ja, worum geht's denn? Ehrlichkeit und Integrität. Erinnern Sie sich? Ja, ich weiß jetzt aber gar nicht, was Sie meinen. Ihre Frau hatte ein Verhältnis mit dem Mordopfer und Sie wussten davon. Also, was sollte dieser eigenartige Einsatzbefehl? Ha? Dem Zusammenbruch der Kommunikation und Lenard als Geisel. Haben Sie eine Gelegenheit gesucht, mit ihm allein zu sein? Haben Sie deshalb die Gruppen voneinander getrennt? Nee, die Kids verlassen sich viel zu sehr auf die Technik. Computergestützte Einsatzleitung? Wissen Sie, wie oft die Dinger abschmieren? Ja, was machen Sie dann? Den Täter laufen lassen? Nee. Also ich traue einem Chip nur so weit, wie ich ihn noch werfen kann. Aber wenn Sie einen Fall konstruieren wollen, bitte. Ich habe ihn angefasst, war sicher Blut an der Jacke. Eine ganze Menge sogar. Der ganze rechte Arm war verschmiert. Ja, Sie wissen auch genauso gut wie ich, dass man erstmal hingeht und guckt, ob er noch lebt. Was haben Sie denn in seinem Zimmer gesucht? Wollen Sie mich nicht aus kollegialer Höflichkeit darauf hinweisen, dass ich beschuldigt werde und ich mich nicht zur Sache äußern muss, wenn ich mich selbst belaste? Gehört das Tuch Ihrer Frau? Ja. Ich hätte einfach keine Lust mehr auf diese Lügerei. Ich habe nach einem Beweis gesucht in seinem Zimmer und den habe ich dann ja auch gefunden. Wissen Sie, wenn die halbe Schule schon weiß, was los ist. Aber darum ging es gar nicht wirklich. Um was ging es denn dann? Also ich stelle mir das schwierig vor, den Liebhaber der Frau zu unterrichten? Ja, ich habe mit dem Jungen gesprochen, musste ich ja. Und wir hatten ein wirklich gutes Gespräch und haben ganz professionell gesagt, dass wir die Sache aus der Schule raushalten. Und das ist uns auch gelungen. Aber das ist schon komisch. Meine Frau war ja diejenige, die mich quasi gedrängt hat, beim SEK aufzuhören und hier anzufangen. Und seit ich hier bin, wurde es zwischen uns eigentlich immer schwieriger. Ich glaube, meine Frau hat in dem Jungen etwas gesucht, was sie dachte, verloren zu haben. Also war er nur reine Projektion. Es ging gar nicht wirklich um ihn. Und jetzt? Gibt es noch eine zweite Chance? Nee, für mich nicht. Und was ist mit der Vereidigung des neuen Jahrgangs? Sie findet statt. Aber wenn der Fall bis dahin nicht geklärt ist, werde ich den Minister wohl vertreten müssen. So, für den Herrn ein kleiner gemischter Salat. Die Dame einen Salat mit Puddenbrustscheiben. Schön kross gebraten, wegen der Salmonellen. Und das Dressing extra ohne Dill. Woher wissen Sie das? Der Herr da vorne hat mich instruiert. Ach, Martin! Hey, komm! Was macht der denn schon wieder hier? Ich glaube, der steht auf mich. Wer weiß.
Guten Tag. Hallo. Hallo. Hast du schon was gegessen? Charlotte, du weißt doch, dass das nicht meine Zeit zum Essen ist. Tja, sieht gut aus. Was macht dein neuer Fall? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe direkt davor, aber sehe nichts. Erzähl doch mal. Also es gibt eine ganze Reihe von Verdächtigen. 5 Kommilitonen haben gemeinsam das Opfer verprügelt. Eine davon hat er kurz vorher sitzen lassen, eine andere hat er verpetzt. 2 weitere hat er massiv unter Druck gesetzt wegen illegalem Glücksspiel und wahrscheinlich noch ganz unangenehmen Sachen. Bei dem 5. bin ich mir irgendwie noch gar nicht sicher. Sogar der Dozent hätte ein Motiv. Aber die Spuren sprechen gegen eine Beteiligung am Mord. Aber wenn er ein guter Dozent ist, ist er auch ein guter Spurenverwischer. Und er hat eine Nahkampfausbildung. Du liest zu viele Krimis. Charlotte, man kann niemals zu viele Krimis lesen. Stimmt. Was ist denn mit den Herren, denen wir unser nächtliches Bad in der Weser zu verdanken haben? Die haben wir leider noch nicht erwischt. Aber der Mann, der mir gestern Abend schöne Augen gemacht hat. Dieser schmierige Lackschuh. Genau, Herr Sellner. Der ist nicht nur Weser Casanova und Autohausbesitzer, sondern der betreibt wahrscheinlich auch das Spielcasino. Und, ich nehme mal an, noch ganz andere Dinge. Am Ende hat unser Opfer einfach zu viel über ihn gewusst. Aber warum sollten diese Typen einen Mord auf einem Gelände begehen, auf dem 20 Polizeischüler herumtoben? Und das, ohne dass irgendjemand was gesehen hat? Einer hat immer etwas gesehen. Das ist eine Tatsache. Man kann heutzutage nicht einmal mehr das Haus verlassen, um zum Bäcker zu gehen, ohne nicht von einer Vielzahl von Zeugen gesehen zu werden. Das ist so. Vielleicht ist Gerd Lehnert ja das zum Verhängnis geworden. Zu viel gesehen, zu viel gewusst. Oh, entschuldigt. Lindholm? Ja, Zewis-Datei. Doch, das macht durchaus Sinn. Birgit, vielen Dank. Können Sie mir Pieper geben? Hallo. Und? Okay. Und was ist mit Reins? Okay. Nee, ich komme sofort. Danke. Tschüss. Tut mir leid. Ich muss leider. Magst du das haben? Oh, vielen Dank. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, ich muss leider gehen. Danke dir für die Bettwäsche. Passt auf dich auch, ja? Mach ich. Herr Inders. Frau Hauptkommissarin. Tja, tut mir ja wahnsinnig leid, dass Charlotte uns schon verlassen muss. Aber mein Zug geht erst in einer Stunde. Und eine so gute Gelegenheit wie diese wird sich bestimmt nicht so schnell noch mal bieten. Gelegenheit für was? Na ja, für ein Gespräch. Unter Männern, während wir dieses vorzügliche Essen hier genießen. Also ich würde wirklich gerne hierbleiben, aber ich muss zurück in die Staatskanzlei. Fein. Dann könnten Sie mich mitnehmen nach Hannover? Gern. Da... Ihre Rechnung. Wann kommt die nächste Lieferung? Ich will einen Anwalt sprechen. Herr Bronner, Ihr halbstarkes Getue geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Meinen Sie, ich sehe nicht, wie viel Angst dahinter steckt? Finden Sie es sinnvoll, wie Sie mit mir reden? Finden Sie es wirklich sinnvoll, nicht mit mir zu reden? Ihre Cousine kennt sich ganz schön gut aus mit Computern. Ich gehe mal davon aus, dass sie den Deal mit Sellner eingefädelt hat. Nein. Nein? Also doch nur Sie und Bronner, ja? Kommen Sie. Sie haben sich nicht genug Zeit beim Löschen der Festplatte genommen. Wir haben Auszüge aus der Zewis-Datenbank gefunden. Kraftfahrzeugdaten, Farbe, Typ, Adresse des Halters. Ich kenne diesen Trick, er ist uralt. Man kauft Unfallautos für ein Apfel und ein Ei. Am besten teurer Mittel- und Oberklassewagen. Noch besser Totalschäden. Dann verschrottet man sie, ohne sie abzumelden. Klaut dieselben Modelle in neu und schon hat man Neuwagen mit sauberen Papieren. Schrottfrisierung nennt man das. Der einzige Nachteil, man braucht jemanden, der ihm sagt, wo man die entsprechenden Autos findet. Jemand mit Zugang zur Flensburger Kartei. Also, wieso haben Sie dieses Spielchen mitgespielt? Wieso hat Sellner so viel Macht über Sie bekommen? Bronner musste mal wieder angeben. Wir waren aus. Haben gemerkt, dass im hinteren Teil der Diamant was läuft. Bronner ist hinter und hat mit seinem Ausweis rumgewedelt.
und dem Türsteher gedroht, er wird seine Kollegen rufen, wenn er uns nicht reinlässt. Und dann haben wir gespielt. Zellner hat uns ein paar Jetons geschenkt. Und gewonnen? Am Anfang schon. Der Klassiker. Anfüttern. Und dann haben sie verloren und auf Kredit weitergespielt. Und dann hat Zellner uns seine Schläge auf den Hals gehetzt. Die haben uns ziemlich schnell klar gemacht, was passiert, wenn wir sein Spiel nicht mitspielen. Gerd Lehnert hat uns auf dem Schiff gesehen. Er hat uns ein Ultimatum gestellt. Die Nummer ist so groß geworden, da sind wir einfach nicht mehr rausgekommen. Und deswegen haben Sie Lehnert umgebracht? Nein. Nein. Um Himmels Willen. Ich bin vereidigt. Ich werde Polizist. Es geht doch um Respekt. Sie sind schon lange kein Polizist mehr. Wann kommt jetzt die nächste Lieferung? Heute Abend. Wusste Zellner, dass Sie Gerd Lehnert verprügeln wollten? Ja. Er hat gesagt, wir sollen ihm das Maul stopfen. Ja. Sie angespült worden. Näheres klärt die Gerichtsmedizin. Ich verstehe das nicht. Wie konnte denn das passieren? Wieso haben wir denn nichts gesehen? Direkt vor unseren Augen. Mein Gott, das ist schon der zweite. Ein Jeton bei Reins, was macht denn das für einen Sinn? Zellner ist doch nicht so leichtsinnig. Ich kenne Zellner. Das ist ein Profi. Der hat sich was dabei gedacht. Es ist wahrscheinlich so, wie Sie gesagt haben. Zu viel gesehen, zu viel gewusst. Wieder kaum Spuren. Der Täter wird schwer zu überführen sein. Das war Zellner. Was? Ja, wir schnappen uns heute Abend. Ja, aber Frau Kollegin. Herr Pieper, mein Fall, meine Entscheidung, ja? Große Lage in 2 Stunden. Und ich brauche jeden Mann, den ich kriegen kann. Mitten auf der Brücke bleibt er stehen und kriegt einen Rappel. Ich sag zu ihm, Kevin, wenn du mit deiner Mutter nochmal so sprichst, dann setzt es was. Wer ist denn jetzt Kevin? Das ist mein Sohn, habe ich ihm schon dreimal gesagt. Entschuldigung, Desmond. Was machen Sie denn hier? Was kommen Sie? Sie haben gesagt, Sie können jeden Mann brauchen. Ich war beim SEK, ich bin Profi. Ich weiß. Aber das ist verboten, das wissen Sie. Der Scheißkerl hat 2 von meinen Jungs umgebracht. Sind Sie bewaffnet? Ja. Her damit. Nein. Los, her mit der Waffe oder soll ich sie festnehmen lassen? Hören Sie, ich glaube, ich bin mitschuld. Was? Olaf Reins hat mich heute angesprochen, wollte mir irgendwas erzählen. Ich habe ihn abgewimmelt. Ich glaube, das war ein Riesenfehler. Hier. Danke. Transporter. Da ist er. Alles klar? Alles klar. Achtung. Zugriff. Ich ergebe mich. Wen interessiert das, du Scheißkerl? Ha? Ich hatte den Jungen nicht umgebracht. Ich habe nichts damit zu tun. Kannst du jetzt mal die Klappe halten, ja? Fang! So, und das jetzt? Das ist die tödliche Waffe, mit der hast du mich eben gerade angegriffen. Sie waren es. Sie haben ihn umgebracht. Richtig. Halt! Es reicht. Er ist mit der Eisenstange auf mich los. Da habe ich versucht, einen Warnschuss abzugeben. Sie haben recht gehabt. Der wollte mich tatsächlich erschießen. Ich habe Ihre Waffe ausgetauscht.
Der eigentliche Einsatz war heute am frühen Abend. Und was wir gefunden haben, hat ausgereicht, um Herrn Sellner davon zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Was sind Sie arbeiten mit einem Kriminellen zusammen gegen einen Polizisten, gegen mich? Ja? Ich möchte gerne mal wissen, wer diesen Scheißdreck genehmigt hat. Ha? Wie viele Menschen hätten Sie noch umgebracht? Olaf Reins hat Sie gesehen, er hat es gewusst, nicht wahr? Deshalb wollte er mit Ihnen sprechen. Deshalb hat er mir ein leeres Blatt abgegeben. Weil er Sie nicht verraten wollte. Sie, sein Idol. Und Lennart? Hatten Sie Ihre Eifersucht nicht unter Kontrolle? Gerd Lennart wurde von seinen Kommilitonen verprügelt, ja. Und ich habe nicht eingegriffen, das ist richtig. Und dann ist er in seiner Wut mit dieser lächerlichen FX-Waffe auf mich los. Ich habe ihn gewarnt. Und bei dem Versuch, ihn zu entwaffnen, da ist der Schuss losgegangen. So, Frau Kollegin, was soll denn das sein jetzt? Ein Mord? Das ist doch lächerlich. Das ist doch absoluter Scheißdreck. Da will ich erstmal Beweise sehen. Ist der Zweite leichter zu töten? Da kommt dieser Schwächling Olaf Reins und verdreht in seiner Panik die Realität. Fängt an, mich zu erpressen und sagt, ich soll irgendwas aussagen und so. Ich habe den Jungen gewarnt. Ich lasse mich nicht erpressen von niemandem, von Ihnen auch nicht. Ich konnte diese ewige, ich sag jetzt die Wahrheit nochmal, die konnte ich nicht mehr ertragen. Dann habe ich ihn gepackt. Hab gesagt, er soll sich verteidigen. Das habe ich ihm herbeigebracht. Und was macht dies Weichei? Nix. Knack, fällt einfach um. Hat immer Angst, aber eine Riesenklappe. Wo kommen wir denn hin, wenn die Polizeischüler ihre Ausbilder erpressen? Das kann doch nicht geduldet werden, dass die Realitäten verdreht werden, dass das Wahrheit Auslegungssache wird. Nee, Göring! Nicht mit mir. Es reicht. Sind ja irre. Was wird denn das? Sie machen einen Riesenfehler. Die Schüler haben mich gefragt, ob sie nicht nächstes Jahr wieder unterrichten könnten. Hm? Sie haben hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das glaube ich. Ja, ich meine das ernst. Ich würde mich auch sehr freuen. Ich meine, ein paar Tage würden ja reichen. Ich will ja unsere Polizei nicht schwächen. Ist alles in Ordnung? Ich frage mich dauernd, ob der Tod des Jungen zu verhindern gewesen wäre. Frau Lindholm, was soll ich denn sagen? Ich kenne Döring seit 12 Jahren. Vielleicht war das verdeckte Ermitteln ein Fehler. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Ach, nein, eine Frage hätte ich doch noch. Damals die Sache mit dem Diebstahl. Wer ist das denn nun gewesen? Er ist heute einer der besten Ermittler, die wir in Niedersachsen haben. Sie hätten ihn feuern müssen. Na, jedenfalls war das für mich damals ein hartes Stück Arbeit, das Kollegium davon zu überzeugen, dass man ihnen eine zweite Chance gibt. Was? Sie haben? Mhm. Ach, Herr Direktor! Ja? Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Ja, nur zu. Das, was Sie da immer mit Ihrem Kiefer machen, was ist das? Och, tut mir leid, das wusste ich gar nicht, dass das auffällt. Ja, das ist so ein verlagerter Weisheitszahn. Der spielt immer an, wenn ich zu viel Kaffee trinke oder wenn ich mich aufrege. Kämpfe ich seit Jahren damit. Hätte ich schon längst rausnehmen lassen sollen. Mal allein. Also zumindest kennt uns keiner. Wir müssen uns nicht verstecken. Stimmt. Und? Musst du zurück nach Anmünden? Morgen früh ist die Vereidigung. Ich habe ein ganz schnuckliges kleines Hotel. Möchtest du mitkommen? Besser nicht.